Weiße Creme. Mit Schokoladensoße. Circa 35 Minuten, anspruchsvoll. Zutaten für 4 Personen, Proportion, 432 Kilokalorien. 41 Gramm Kohlenhydrate, 8 Gramm Eiweiß, 26 Gramm Fett. 150 Milliliter Milch, 1 Vanilleschote, 60 Gramm Zucker, 100 Gramm weiße Schokolade, 6 Blatt gelittene, 200 Gramm Sahne, 200 Gramm Naturjoghurt. Außerdem, Schokosauce, Fertigprodukt, Kirschen. Eine Milch mit ausgeschabtem Vanillemark, der Vanilleschote und Zucker erhitzen. Topf vom Herd nehmen und die zerbröckelte Schokolade darin auflösen. Abkühlen lassen. 2 Gelettene in kaltem Wasser einweichen. Sahne halb steif schlagen. Gelettene. Gut ausdrücken und in 3 EL Schokomilch bei schwacher Hitze auflösen. 3 restliche Schokomilch und Joghurt unter unbekanntes Zeichen rühren, Sahne unterheben. In Förmchen füllen. Zugedeckt 4 Stunden kühlstellen. Mit Kirschschokosauce angießen. Edeka Serviertipp: Statt der Schokosauce können Sie die Creme auch mit einer Fruchtsauce, zum Beispiel aus Himbeeren, anrichten. Schokokekse mit Nougat und Milchcreme. Circa 40 Minuten, für Gäste. Zutaten für 80 Stück, Proportion, 84 Kilokalorien. 9 Gramm Kohlenhydrate, 1 Gramm Eiweiß, 5 Gramm Fett. 300 Gramm Zartbitterschokolade, 100 Gramm Butter. 3 Eier, 250 Gramm Zucker, 100 Gramm Mehl, 1 TL Backpulver, Salz, 3 EL gemahlene Haselnüsse. Für die Füllung, 200 Gramm Schmand, 100 Gramm Sahne, eventuell Sahne steif, ca. 100 Gramm Puderzucker. Außerdem, 250 Gramm Nuss-Nougat, 1 EL Palmfett. Eine Schokolade mit Butter schmelzen. Eier mit Zuckercreme gerühren. Mehl mit Backpulver und ein Prise Salz mischen. Alles unter die Schokobutter heben, Nüsse zufügen. 2 Backofen auf 180 Grad vorheizen. Mit einem Teelöffel Schokohäufchen auf. Ein Backblech setzen, in der Mitte eindellen, ca. 8 Minuten backen. Auskühlen lassen. 3 Schmand mit 50 Gramm Puderzucker cremig schlagen. Sahne mit 1 TL Puderzucker. Steif schlagen, unter den Schmand mischen, eventuell nachsüßen. Milchcreme auf. Die Kekse verteilen. Abkühlen lassen. 3 Nuss-Nougat mit Palmfett schmelzen. Über die Milchcreme streichen, auskühlen lassen. Schokoladencreme mit Vanilleeis. Circa 2,5 Stunden, eiskalt. Zutaten für 6 Personen, Proportion, 836 Kilokalorien. 46 Gramm Kohlenhydrate, 14 Gramm Eiweiß, 67 Gramm Fett. Eine Familienpackung Vanilleeis. 150 Gramm Zartbitterschokolade, 400 Gramm Creme d'Arbel, 150 Gramm Schlagsahne. Eine Schokolade im Wasserbad schmelzen. Die Creme d'Arbel dazugeben und unter Rühr unbekanntes Zeichen rein schmelzen. Die Creme abkühlen lassen. 2 Sahne steif schlagen, unter die Schoko unbekanntes Zeichen Ladenmasse heben. Creme in Tassen füllen, etwa 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. 3 kurz vor dem Servieren mit dem Eis unbekanntes Zeichen Portionierer Vanilleeis Kugeln ausstechen. Jeweils eine Kugel in jede Tasse geben. Crumble. Zutaten für 4 Personen. 500 Gramm Äpfel. 100 Gramm Zucker. Eine Zimtstange. Sehr fein zerkleinert. 100 Gramm Biotrend Bio Weizenmehl. 60 Gramm Milbona. Deutsche Markenbutter. Ein Prise Kantesel Jodsalz Zabaione. 5 Gut Frielingshof Eigelb. 2 Nelken. Circa 75 Gramm Zucker, fein.
100 ml Riesling, lieblich oder halbtrocken, zum Beispiel Riesling Württemberg Gbal lieblich. Zubereitung: Die Äpfel schälen, in Stücke schneiden, in 2 Esslöffel des Zuckers und dem Zimt wälzen und in eine eingefettete Auflaufform geben. Dann das Mehl in eine Schüssel geben und mit der Butter zu Brötchen verkneten, den Rest Li unbekanntes Zeichenchen Zucker und die Prise Salz dazu mischen und alles auf die Äpfel bröseln. Bei 180 Grad Celsius im Backofen 30 bis 35 Minimum backen, bis die Streu unbekanntes Zeichen Seelfarbe angenommen haben. Für die Zabaione die Eigelbe und Nelkenköpf unbekanntes Zeichenchen in eine Rührschüssel geben. Zucker und Wein dazu geben und alles mit dem Schnee unbekanntes Zeichenbesen im Wasserbad aufschlagen, bis die Masse zur Creme wird. Vor dem Servieren die Nelken entfernen.